Morning! In the morning! Ich bin die verrückte Ente, wir sind zurück zu einem erneuten Let's Play. Heute ein reines Schnickschnack-Let's Play. Also ich werde einfach ein bisschen hier... Also eigentlich mache ich es wie immer, okay? Eigentlich mache ich ja immer so Schnickschnack-Let's Plays. Gestern haben wir eine Premiere gemacht, werden wir heute auch wieder machen. Kam nämlich ganz gut an. Und ich habe gesagt... Viele von euch haben den Kanal nicht abonniert, um kostenlose Videos zu bekommen. Und daraufhin haben tatsächlich Leute abonniert. Also ich habe in meiner Statistik geguckt, auf einmal, bumm, kamen gestern ganz schön viele Leute dazu. Also, wer hier noch nicht ein Abo dagelassen hat, drückt auf den Abonnier-Button und ihr bekommt immer schöne kleine Mecha-Videos zu Heyday. Ja, wer Mecha-Videos mag, der ist hier genau richtig bei der Mecha-Enten-Community. Wieso habe ich eigentlich 13 Besucher nur? Ach, das ist ja so ein komisches Derby, ne? 13 Besucher, das geht ja super schnell. Das machen wir mal eben. Ne, Vorbereitung ist alles, ihr wisst es. Ihr müsst einfach hier diese Sachen immer vorbereiten. Das ist die beste Derby-Aufgabe, die ihr machen könnt. Immer schnell, super und gut. Übrigens, ja, Stadtlevel. Ne? Man sammelt fleißig diese Stadtlevel-Punkte. Hier diese kleinen Herzchen und so. Ne? Guck mal, wie süß. Da 7 Punkte und so. Ne? Aber, was bringen die überhaupt? Die bringen ja gar nichts mehr. Ne? Also da hätte man eher... Guck mal, da fangen wir schon direkt wieder an zu meckern. Da hätte man eher im... Habe ich das Handy zu laut? Nö. Vielleicht. Mal gucken. Ja, da hätte man eher vielleicht was machen können. Habe ich ja schon gesagt, ne? Also warum nicht in der Stadt lieber was machen? Und ich rede jetzt nicht von einem neuen Zootier oder so, ne? Also neue Zootier brauchte wirklich kein Mensch. Die schicken wir jetzt alle weg. Und holen mal eben... Ich weiß, das ist immer nervig, ne? Zu den anderen Zoos auswählen, Städten auswählen und dann wieder rausgehen, warten, bis die da sind. So, ich will mal ganz kurz hier gucken. Das ist aber eine schöne Stadt. Oh, oh, cool. Oha, die sieht aber wirklich sehr cool aus. Oh Mann, wer bist du? Heikes Schmetterlingfarm, ah. Oha, das sieht aber sehr schön aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr gut. Warum habe ich jetzt keinen Screenshot gemacht? Hätte ich super ins Thumbnail wieder machen können. Hätte ich wieder super da reinpacken können. Hätten 100.000 Leute dann angeklickt. Na gut, dann muss ich halt hier meine Farm nehmen. So. Mache ich hier halt ein Bild. Was soll ich hiervon nehmen? Guck mal, eigentlich... Da steht nichts, da könnte man mal was hinstellen. Das machen wir mal eben. Wir suchen mal eine schöne Deko raus. Eine schöne. Sind da die schönen... die schönen Dekos. Haben wir gestern geredet über die Musikinstrumente. Und die anderen Dinger, das sind jetzt die neuen Musikinstrumente sozusagen. Der neue herrliche Schrott, der jetzt kommt. Ah, früher waren es die Musikinstrumente. Guckt sie euch an. Die stellt doch keiner hin. Die sind wirklich berüchtigt. Ne? Also wer die damals... auf die Farm gestellt hat. Nee. Nee. Die waren grauenhaft. So, ich bin echt am Überlegen. Guck mal, da hatte ich diese Osterdeko. Nee, nicht hatte ich. Moment! Da. Osterzwerg. Da. Jetzt zeige ich es euch. Jetzt. Oh, da habe ich wieder was zu meckern. Perfekt. Da. Da ist er. Osterzwerg. Das ist quasi aufgewärmter Müll. Die Leute, die das schon länger spielen, haben das schon mal woanders bekommen. Ich wusste es doch, dass ich es irgendwo herkenne. Ja, gab es schon. Warum gibt es immer nur dieselben Sachen? Oh. Und Angel-Event. Oh mein Gott, die Leute tun mir so leid. Dann gab es ausnahmsweise mal eine Deko. Ich habe das gestern im Chat gelesen. Ich habe dem Chat geschrieben. Ja, habt ihr eine Belohnung bekommen? Dies, das. Ich habe extra so viel
geangelt, ich habe immer wieder Dings hergestellt und alles. Und ich habe mir gedacht, so nein, die Arme. Die hat wirklich dieses Angel-Event viel gespielt. Und dann am Ende haben die es nicht geschafft. Ja, das ist schon sehr bitter. Auch ziemlich gemein. Also das ist wirklich, also das ist sehr gemein. Ich finde eh, ich verstehe das nicht so ganz, dass, ja, guck mal, man macht ja diese persönliche Leiste, ne? Angel so und so viel, damit du dann die Belohnung am Ende bekommst. Warum, ne? Muss es dann auch noch ein globales Limit geben? Wo, wenn man mal richtig hinguckt, wo schon Leute bei sind, die unmenschliche Leistungen erbringen. Also normal wissen wir alle, was da los ist, ne? Aber warum muss man denn da noch mal eine Leistung erbringen quasi? Das ist doch total... Du kannst das ja auch nicht wirklich beeinflussen. Du kannst da jetzt nicht 35 Millionen Kilo Fisch einsammeln. Ja, das ist schon so ein bisschen cringe. Und dann den Leuten wirklich nichts zu geben. So eine blöde Osterdeko, die jetzt eh vorbei. Ostern ist vorbei. Und... oh nein, die armen Leute. Also das fand ich wirklich... Das finde ich drüber. Also entweder macht es oder macht es nicht. Aber so ein... So ist wirklich Mist. Ne? Die Leute haben noch auf... Warum gucke ich immer wieder darauf? Haben noch auf keinen Einfluss gehabt. Und die Leute, die dann geangelt haben, ich habe auch extra nur wegen der Deko geangelt und hab's nicht bekommen. Also das ist schon, ja, es ist schon echt, ja, arm, sage ich jetzt mal. Ne? Also schämt euch da oben. Nee, finde ich uncool. Diese zweite Leiste dürfte es nicht geben. So, jeder soll sein persönliches Ziel machen, wer die Deko haben will, und fertig. Das alles andere ist einfach... Ja, ist Quatsch. Ja, heute werde ich wieder... ihr seid ja wahrscheinlich schon im Live-Chat. Hallo, liebe Live-Chat-Leute. Hi, schreibt mal Hallo. Ich habe da gestern zugeguckt. War tatsächlich hier und da ganz cool. Haben ein paar Leute was geschrieben. Ja, kann man definitiv heute wieder so machen. Ein, zwei Leute haben geschrieben, oh, da war ich noch nicht zu Hause. Deswegen gibt es heute nicht um 18 Uhr, sondern um 19 Uhr. Ja, wollen wir mal gucken, ob dann mehr Leute da sind. Wobei, gestern waren schon echt viele da von euch. Also muss ich schon sagen. So, wir wollen eigentlich mal so ein bisschen hier dekorieren. Hier unten, das ist eigentlich schon eine sehr schöne Ecke. Ich würde sagen, Ding, Quitsch, Quatsch. Ja, ich bin echt am Überlegen, ob ich... Ich will mal was gucken. Das wird jetzt einfach nur ein Test, ja? Ich benutze das jetzt gar nicht so richtig als Mauer, sondern... Komm. So... Mal gucken, wie das aussieht. Ja, ist ja jetzt keine richtige Mauer. Ich bin jetzt überlegen, da oben auch nochmal zwei hinzumachen. Aber ich habe nur noch einen. Ja, mach mal zwei Stück hin, Ente, wenn du nur noch einen hast. Vielleicht den nach da. Tja, nee, das sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Also das sieht wirklich ein bisschen doof aus. Könnten jetzt Feldweg... Haben wir noch Feldwege? Also dekorieren, sage ich, wie es ist, ist immer sehr schwer und sehr langwierig, jährig. Ne, ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist immer sehr... Nicht ganz so einfach. Ja, kann man so lassen erstmal. Ich weiß auch nicht, warum ich da so viel Heu habe.
Warum liegt denn hier Heu? Stroh? Keine Ahnung. Übrigens, gestern Altersfrage. Ja, ich sag's ja, ich hab schon eine ältere Community. Ne? Also klar, sind da hier und da auch Jüngere bei. Aber ich habe echt sehr, sehr viele ältere Leute hier. Also nicht alt. Ich meine jetzt. Ach Mann, ich red mich ja wieder Kopf und Kragen. Ich red mich wieder um Kopf und Kragen. So, eigentlich, diese Maschine, also diese Zuckermaschinen, könnte ich so gut irgendwo verstecken. Kann ich die irgendwo wirklich. Ey, die müsste ich wirklich verstecken irgendwo, weil. Da muss ich nicht rankommen, weil das macht ja Opa und Oma. Das machen ja Opa und Oma. So, die blöde Hasenmaschine, die ist eh bald weg. Apropos Hasenmaschine. Was kommt denn als nächstes hier? Und wie viele Punkte habe ich denn? Also, es kommen rote Eier. Ey, ohne Witz. Also, es ist so schwer, finde ich. Hier genug. Also, nee, das ist wirklich. Ja, komm. Zwei Stück. Es ist wirklich schwer, finde ich. Wir gucken mal. 1000 Punkte für eine Deko, die man irgendwann dann hat, die eigentlich irgendwie zu Ostern wunderbar gepasst hätte, die ich aber frühestens wahrscheinlich in 3 Tagen kriege. Also dann ist schon bald Weihnachten und dann kann ich die Osterdeko hinstellen. Leute. Dann für ein Puzzle sind mir die 400 zu schwer gewesen. Es ist mir zu schwer gewesen, diese 400 Punkte zu kriegen, dass ich mir ein Puzzleteil dafür hole. Ich meine, Puzzleteile kann man gut gebrauchen, aber ein Puzzleteil für... Nee. Das werde ich nicht machen. Auch hier die Sachen. Gut, den Booster habe ich geholt. Der hat irgendwie 18 gekostet. Ein Kükenteil. Oh, ich weiß, was ich heute mache. Ich hole ein Tier. Ich kann ja immer noch irgendwie irgendwas holen, ne? Also irgendwie schaffe ich es ja dann doch noch. Hier, das ist auch eine schöne Deko da unten. Die würde ich ja eigentlich ganz gerne holen. Die finde ich sogar schöner als diese Hüpfburg. Aber 1000 Teile und es ist halt eine Osterdeko, ne? Es ist eine Osterdeko, die dann außerhalb von Ostern da ist. Genau wie das. Also ich glaube, rein technisch konnte man es noch nicht schaffen, so weit zu kommen, dass man jetzt diese Osterdeko da gehabt hätte. Bedeutet also, niemand hatte diese Osterdeko zu Ostern. Niemand. So, ne? Weil, ja, ich hätte jetzt hier noch 60 Punkte kriegen können. Dann sagen wir mal 50 Punkte durch die Tagesaufgaben, hätte ich die alle gemacht. Dann sagen wir mal 100 Punkte hätte es noch dazu bekommen. Wir sind da auf 327, also 427. Ja, wärst du hier. Da hast du immer noch nicht hier hinten die Dekos, die drei. Das ist wirklich sowas von schwach. Das ist schwach. So, wir haben eine Freundschaftsanfrage. Übrigens, wenn ihr eine Freundschaftsanfrage schicken will, da braucht ihr nicht extra fragen. Könnt ihr machen, solange ich Platz habe. Schickt ruhig Freundschaftsanfragen. Wenn irgendwann mal voll ist, werde ich in jedem Let's Play, das mache ich dann wirklich in jedem Let's Play, habe ich mir nämlich überlegt, in jedem Let's Play werde ich eine Person wegmachen, und zwar immer die mit dem kleinsten Level. Immer. Das heißt, wenn ihr ganz normal spielt, werdet ihr wahrscheinlich niemals unten auftauchen, weil ich habe unten eine Level 7 Farm. Dann 13, 17, 20, 22, 23, 24, 25. Also das dauert sehr, sehr, sehr lange, bis man einen aktiven Spieler dann quasi da raus holt. Krass, die Dani ist sogar noch da drin. Die ist noch ganz unten. Spielt die überhaupt? Also die ist bei uns in der Gemeinschaft. Hä? Spielt die überhaupt nicht? Warum hat die so ein tiefes Level? Die ist auch nicht im Derby. Keine Ahnung, vielleicht spielt die nicht. Übrigens, hier haben wir auch 2 Plätze, habe ich frei gemacht. Also da könnte man auch reinkommen. Ne, wir sind nicht die krassesten Derby-Spieler. Wollen wir auch nicht sein. Alles ganz gechillt bei uns. Nicht mehr wie früher. Früher, boah, wir waren früher so geisteskrank. Also wirklich, früher war wirklich so bei uns immer 320 Punkte.
immer komplett alles. Plus extra Aufgabe. Also wir waren, früher waren wir schon ganz schön krass. Ne? Also waren wir auch immer gut dabei. Immer gut dabei. Ja. Aber wir werden alle was älter. Wir haben alle Rücken und können nicht mehr so gut farmen, können nicht mehr so gut den Acker hier bearbeiten. Deswegen alles gechillt. Chili, Vanilli und alles locker. Locker, flocker. So, wir wollten ein Tier holen, genau. Wir wollten ein Tier holen. Und, ach, übrigens nochmal danke. Ne? Also, es kommen so viele nette Kommentare. Selbst wenn es jetzt sowas wie ein Stream ist, wie hier, wo ihr im Chat schreibt, schreibt ihr trotzdem danach nochmal teilweise Kommentare unter die Videos. Und da möchte ich auf jeden Fall Danke sagen, auch für die ganzen Leute, die dann immer wieder Hashtag Entenarmy und sowas machen. Das finde ich wirklich, das freut mich wirklich, wirklich sehr. Das hilft dem Kanal auch. Und so wächst unsere Community wieder. Die Enten werden wieder ein bisschen mehr. Und ich hole jetzt echt, ich kann mir echt ein Tier holen. Was holen wir denn? Also ich muss sagen, V ist eigentlich cool. Der ist wenigstens den 7, also guck mal jetzt hier, ne? Den Kleinen da. Ja, gut. Aber die V, guck mal, die laufen, die sind viel größer und die laufen da rum und manchmal machen die so. Da! Manchmal machen die so. Wow. Schön, ne? Wieso gibt's eigentlich. Also V ist auch die männliche Version, ne? Gibt's da keine Frauen? Sind hier nur Männer? Ja, weil ich glaube, in der Tierwelt ist es so. Oh, oder wir holen. Wir holen den Neuen. Wir holen den Neuen. Ja. Und zwar, also hier, was ist das? Pelikan? Ich habe früher einen Füller gehabt, der hieß Pelikan. Ich glaube, da war sogar ein Pelikan drauf. Ich glaube, der Füller heißt wirklich wegen. Also früher, hier hatte, glaube ich, jeder einen Lami oder Pelikan oder irgendwie sowas. Jeder. Heute die Kinder, ich weiß nicht, mit was die schreiben, aber auf jeden Fall nicht mit sowas. Weiß ich noch, früher so ein, auch gab es so Holzfüller mit so drei Vertiefungen vorne, wo dann Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen so, und dann hast du schön schreiben gelernt. Und hinten war auch so ein Knubbel, so ein Viereck hinten. Wer kennt die? Kennt die noch einer? Bestimmt. So, also wir holen uns einen von den beiden. Ich wette, alle sind jetzt für den hier. Aber ich hole den hier. Und wisst ihr warum? Weil der so hässlich ist. Also, nein, der ist jetzt nicht hässlich, aber der sieht traurig. Der andere sieht auch traurig aus, sehe ich gerade. Die sehen beide traurig aus. Ja, aber der sieht irgendwie so aus, als wenn der mehr Liebe braucht als der andere. So, das ist einfach wie so eine Meckerente, so eine schwarze, böse, kleine, traurige Ente. Die nehmen wir jetzt. Halt, habe ich. Moment, habe ich einen Screenshot gemacht? Ich muss erstmal einen Screenshot machen. Ich habe bestimmt eins gemacht, ne? Egal. Machen wir jetzt nochmal eins. Also, wir werden ihn jetzt holen. Zack. Guck mal, wie er fliegt. So, Hilfe. Nein, nein. Schmeiß mich nicht auf den anderen Vogel. Bitte nicht. Nein. Nicht da drauf schmeißen. Nicht in die Eiermaschine. Da werde ich direkt angemalt. Nein, Quatsch. Stellen jetzt erstmal dahin. Und nein. Nein! Och Mann! Das ist ja wohl ein Witz jetzt. Aber das stand doch da irgendwie, das ist doch so eingefärbt, als wenn man es hat. Ich kann mir jetzt. Ey, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich muss jetzt mal eben gucken. Jetzt haben wir die ganze. Oh, nee, ey. Das darf wirklich nicht wahr sein. Jetzt rede ich die ganze Zeit über dieses Tier. Hab einen Screenshot gemacht. Und. Ich pack's trotzdem vorne aufs Thumbnail. Ey, das ist doch wirklich doof. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir noch kein Küken-Ticket bekommen hier? Doch, da. Zwei Stück sogar. Und dann reicht es nicht. Kriegt man noch eins aber, ne? Dann können wir es diesen Monat auf jeden Fall holen. Ja, da kriegen wir noch eins.
Und das andere hole ich jetzt per Post, okay? Einverstanden? Dann kriege ich halt die andere Deko nicht mehr. Ist auch egal. So. Ey, das ist wirklich bodenlos. Bodenlos. Oh Mann. Meine 400. 400 Schokoladenhasen. Weg damit. Weg damit mit den Schokoladenhasen. Wirklich sehr schade. Egal, was soll's. Ich habe übrigens überlegt, wenn ich hier so, ist ja kein Livestream, ich weiß, aber sowas ähnliches, weil wir haben ja auch einen Chat und so. Und wenn ich sowas mache, dann mache ich, glaube ich, auch die Let's Plays quasi ein bisschen länger. Dann könnt ihr da länger miteinander schreiben und so. Ne? Haben sich Leute gestern teilweise echt nett unterhalten. Fand ich gut. Fand ich wunderbar. So. Machen wir hier. Ach komm, wir schicken das jetzt weg. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier so groß überlege. Ich bin ein bisschen perplex, dass ich mir den Pelikan jetzt. Es ist ja noch trauriger, als er gerade war. Er ist einfach noch trauriger. Der ist wahrscheinlich jetzt richtig. Ja, der hat wahrscheinlich jetzt ein Problem. Wir konnten ihn einfach nicht. Also die Maschine ist so hässlich, die möchte ich hier nicht auf meinem Hauptzoo haben. Auf meiner Hauptfarm. Die ist ja wirklich grottenhässlich. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich werde das wirklich so machen. Die ganzen Heslo-Maschinen und so, die packe ich alle hier hin. Und hier mache ich schön. Hier mache ich schön. Das ist halt mein, ne? Hier mache ich es schön. Muss mal gucken, ist hier irgendeine Maschine, die noch so richtig nicht cool ist? Also nicht schön. Nö, eigentlich die Maschinen hier gehen. Ja gut, die Ostermaschine ist ja eh bald weg. Nö, die anderen Maschinen sind hier eigentlich alle okay. Das sind alles noch die Oldschool-Geräte. Oh Mann, ey, jetzt dieses Kükenteil hier. Ja, dein Weihnachtsgeschenk ist da, genau. Mein Weihnachtsgeschenk, danke. Und zu Weihnachten steht dann da, dein Ostergeschenk ist... Ach Gott, ey. Ja, es ist natürlich schade. Vor allem für den Pelikan. Tja, dass der jetzt einfach von uns im Stich gelassen wurde. Naja, ein paar Tage noch, dann werden wir ihn retten. Nein! Ah doch! Ich dachte, ich habe den jetzt abgeholt und ist noch gar nicht nötig. Aber doch, geht ja schon. So. Oh Mann, alles hier auf helfen. Und Lady Gary. Dankeschön. Die Lady Gary. So. Das haben wir alles. Eigentlich könnte ich direkt... Wobei, nee, die reichen ja sogar. Ich muss nicht mit dem Zug nochmal Leute holen fahren. Das reicht. Ich muss mal eben gucken. Vielleicht kommt jetzt in der Zeit einer schnell. Hier gucken wir mal eben rein. Ding! Wieder ein Puzzleteil. Drei Puzzleteile. Dann kriegen wir einen Affen. Und jeder weiß ja, wie toll ich Affen finde. Eigentlich gar nicht. So. Dann das ist auch nichts. Hier braucht einer Hilfe, die Kati. Da gucken wir auch mal kurz rein. Die braucht wohl doch keine Hilfe, aber dann kaufen wir halt. Oh, ich habe sogar richtig viel Platz. Oha! Ich könnte ja richtig einkaufen. Ich habe einfach richtig viel Platz. Ich habe nichts erweitert, also Scheune oder Silo ist alles noch, die ganzen Teile, die man dafür braucht, die habe ich immer noch in der Scheune. Ach guck mal, wir kaufen das, keine Ahnung, ob ich die Sachen brauche, aber wir kaufen das mal. Immer besser kaufen. Am liebsten wären mir natürlich jetzt Erweiterungsteile. Also könnt ihr mal schreiben, ob ihr... So eher die Leute seid, die, also meine Frau zum Beispiel, die spielt ja auch. Und die ist nur am Shoppen.
Junge, Junge, die ist nur durch die Shops am Gehen und kauft alles. Alles. Und die findet auch immer alles. Also gute Sachen findet die, ne? Jetzt nicht hier sowas. Die findet gute Sachen. Und ich mach das eigentlich nie, weil das ist sehr einschläfernd. Oh, da waren 10 Nägel, die nicht mehr da waren. Warum lässt man die denn im Shop? Manchmal gibt es so Shops, die lassen wochenlang so ihren ganzen Shop mit Nägeln und so, die dann schon irgendeiner gekauft hatte. Und die lassen das da aus irgendeinem unerfindlichen Gründen immer noch drin. Keine Ahnung. Ja. Damit Leute das sehen? Keine Ahnung. Ärgert mich immer dann. Wenn ich sehe, oh toll, da war ja mal richtig Zeug. Und das ist jetzt alles komplett weg. Ach, brauche ich doch gar nicht mehr. Habe ich doch jetzt genug. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge Mais. Haben die mir einfach komplett geklaut? Nee, komm, ich höre jetzt auf. Also das ist ja wirklich einschläfernd hier. Da wird man müde. Nee, da gehe ich raus. Ja, schade. Also ich hätte mich eigentlich auch gefreut auf die Deko von dem Wettbewerb. Oh mein Gott. Ja. Wisst ihr, was ich vergessen habe, ne? 12 Tage, 19 Stunden noch. Ach, ey. Hier ist ja auch so eine Leiste. Warum? Man muss eh schon... Und was passiert, wenn man das nicht erreicht? Dann kriegt man keine Deko. Wisst ihr, was ich meine? Das ist total unsinnig einfach. Diese Leiste, wo alle dann müssen. Ja, das... Schwachsinn, ne? Gucken mal hier rein jetzt. Wir gucken mal rein und gucken, ob man das schon erreicht hat. Also, man muss doch diese Hühner hier erreichen, ne? Ja, 68 von 100. So, und wenn man die nicht erreicht, dann kriegt man einfach nichts, oder wie? Ach, das ist auch wieder... Man muss doch eh schon die Punkte sammeln. Reicht das nicht? Guck mal, man muss ja richtig, richtig viel... abgeben. Guck mal hier, wie wenig Punkte für so ein Sushi-Ding. Also so ein Sushi-Ding, da kriege ich eigentlich, bei der Stadt kriege ich Geld und Punkte, XP. Ja, und hier kriege ich dann so ein paar Mini-Punkte. Wo ist das Huhn, was da angezeigt wird? Das sieht man noch nicht mal. Also nee, finde ich nicht so gut. Das Kino geht nicht. Und da ist das Huhn im. Da kriegt man dann ein Huhn für, oder was? Okay. Ja, nee. Tankstelle fahre ich nicht. Bin ich jetzt bockig. Bin ich jetzt, ich brauche nichts von euch. Ich brauche keinen Sprit. Hat sich letztens einer aufgeregt, dass ich mal Sprit sage. Ja, jetzt muss ich extra Sprit sagen. Sprit. Ein Sprit ist fast alle. So. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Sprit. Wer sagt denn Sprit? Ich weiß es nicht. Weiß ich ehrlich nicht. So, dahin. Ja, also ich muss das nicht haben, dieses Tal. Das sollen die wirklich abschaffen. Dann sollen die lieber anständige Tals machen. Halt... wirklich zum Beispiel ja, zum Beispiel Dings hier. Jetzt kann man da nicht drauf, doch. Hä? Boah, bis da hinten muss man fahren. Das ist aber neu, oder? Das habe ich noch nicht gesehen. Okay, krass. Das, nö, Hummerschwanz. So 9 Sprit nur noch. Und wir haben ja noch nicht mal die Hälfte. Wir haben nicht einmal die Hälfte. Das ist halt... Oh, da ist ein Huhn. Ich habe auch einen Huhn eingesammelt. Ja. Wisst ihr, was cool wäre? Also nicht alles ist super schlecht an Township, ne? Die haben... so Emojis, wahrscheinlich habe ich es schon mal gesagt beim letzten Mal, aber die haben so Emojis, die kann man,
Ah, oh, das habe ich nicht. Die haben Emojis, die kann man im Chat posten, ne? Kannst ja halt hier nicht. Das wäre schon lustig. So, und dann diese Emojis, wenn man die dann auch wirklich im Farmpass und so bekommen könnte. Und dann gibt es jeden Monat andere Emotes. Und je nachdem, welchen Farmpass du hattest, hast du auch den Emoten. Den kannst du dann immer hier posten. So irgendein Huhn, irgendeine Kuh, die gerade irgendwas macht. Also so verschiedene Sachen halt. So, das gibt's halt bei Township. Und das ist richtig cool. Ne, wenn die Leute den Farmpass sich geholt haben und die haben dann den Emote, dann posten die den alle. Und dann werden die anderen nämlich auch animiert, den Farmpass auch zu holen. Also das wäre auch für Supercell gut, weil, ja, dann sieht man das bei den anderen, dann will man den Emote auch haben und dann holt man sich den Farmpass allein schon deswegen manchmal. Ne? Also, ja, nur mal so nebenbei. So, die könnten mich in der Marketingabteilung einstellen. Ja, würde ich vielleicht ein paar Sachen besser machen. Oh, dann würde wieder Heyday gut werden. Würde ich als erstes sagen, so, war zwar nett gemeint, Leute, aber schmeißt das neue Layout in den Mülleimer. Entschuldigt euch mit 100 Diamanten bei euren Spielern und sagt, dass ihr so einen Quatsch nie wieder probieren werdet und das Spiel von der Optik nicht mehr anrühren werdet, weil es so gut ist, wie es ist. Na, was sagt ihr? Würdet ihr mich einstellen? Ja, ne? Einfach mal Chef bei Heyday, die Ente. Hier bleibt alles, wie es ist. Und hier wird nichts dran gerüttelt. Genau. Ja, das wäre schon gut. Ich habe auch noch nie eine Umfrage. Ja, okay, die Umfragen, die bringen eh nichts. Also eine Umfrage, was sich die Community wünscht, so an Updates. Dann kommt eh immer so Sachen wie eine Maschine, die Tools herstellt. Oh, wisst ihr, was ich auch sofort ändern würde? Oh mein Gott. Ihr habt es alles schon vergessen, 100%. Oder verdrängt, oder vielleicht manche auch nicht. Habe ich auch letztens, glaube ich, nochmal drüber geredet. Aber das wäre so cool, wenn das wieder weg wäre. Wenn man wieder unbegrenzt Tools traden könnte. Also wenn man einfach seinen Mitgliedern, wenn man Tools ohne Ende tauschen könnte. Es gibt ja jetzt dieses Limit schon lange, ne? Und wenn es das Limit nicht geben würde, sondern man könnte einfach so 500 Bretter gegen 500 Schrauben tauschen oder so. Das wäre so cool. Ich meine, guckt mal, man braucht, was soll dir diese Grenze? Ich brauche allein schon 109 Klebebänder. So, ja, ist dann, also das wäre schon gut. Weil das haben sie halt gemacht wegen den drei bösen Buchstaben, die ich jetzt hier nicht sage. Ne, weil die halt unendlich viele Dings halt hatten. Tools. Gut, aber da können wir ja nichts für. Die normalen Spieler können da ja nichts für. Dann sollten sie lieber daran arbeiten, dass diese Leute das nicht können. Und nicht den ganzen Spielern hier das Spielen schwer machen. Was kriege ich denn hier andauernd den Farmpass fertig? Ja, komisch. Übrigens, ich bin jetzt natürlich raus. Also jetzt haben wir 35 Minuten, ist echt, wuh, ne, ist gut. Und wer jetzt noch immer nicht genug hat, ihr könnt gerne Kanalmitgliedschaft abschließen. Da bekommt ihr dann zusätzlich noch Let's Plays und unterstützt natürlich den Kanal. Und ich bin jetzt damit raus und wünsche euch einen schönen Abend noch. Bis bald, eure Ente.